Es ist ein emotionaler Augenblick für die Spanierin Felicia. Sie ist mit dem Coronavirus infiziert und darf ihre neugeborene Tochter nicht sehen. Doch mit technischer Hilfe kann sie ihre kleine Luna per Videochat beobachten und mit ihr sprechen. Ein paar Tage vor der Geburt hat sie sich mit dem neuartigen Virus infiziert, wie auch einige andere Mütter in dem Madrider Krankenhaus. Die Ärzte und Pfleger organisierten gemeinsam mit einem Telekommunikationsanbieter 200 Tablets, damit Eltern und Kinder doch noch zusammenfinden können. Mutter Felicia kann trotz aller Umstände ihr Glück kaum fassen. Ich fühle mich wirklich gut. Es ist wie ein Traum, sie zu sehen. Ich liebe es. Wir haben das für dich auf die Beine gestellt, sagt die Krankenschwester, die die frisch gebackene Mama bei diesem emotionalen Moment filmt. Ich bin so glücklich darüber. Es hilft mir so sehr. Es ist wirklich eine gute Idee. Das Krankenhauspersonal will mit der ungewöhnlichen Aktion dafür sorgen, dass die Neugeborenen trotz aller schwierigen Umstände immerhin die Stimme ihrer Mütter hören können.